Amagulis and what's up, ladies and gentlemen. Heute in diesem Video, in diesem Guide, in diesem Tutorial zu Colon Exiles, wo ich euch nochmal herzlich willkommen heißen möchte, geht es um ein Update zu Wo sind die besten Basen? Es geht allerdings nicht um den Plural, wie ich es gerade angekündigt habe, sondern es geht in diesem Video speziell erstmal um eine, maximal zwei mögliche Positionen für eine Top-Anfängerbasis. Also, bleibt dran und nochmal ein kurzer Hinweis. Vorweg, joint der Discord-Community. Denn ich möchte eine schöne große Community aufbauen und dafür brauche ich eure Hilfe im Discord. Zudem, wenn euch das Video gefällt und diese Guides, dann lasst mir ein Like da. Wenn ihr jemanden kennt, der das Spiel noch nicht kann oder gerade gekauft hat und oder etwas lernen möchte, dann, ich habe eine ganze Guide-Serie, Link dazu braucht ihr nicht in der Videobeschreibung sehen, denn es ist die Playlist, die ihr am Ende des Videos seht, aber ebenfalls nochmal in der Videobeschreibung. Nur kein spezieller Link, halt, ne? Ach, egal. Auf jeden Fall, guckt da rein. Zudem, wenn euch das Ganze gefällt und ihr mehr davon sehen möchtet, eure Meinung immer ab in die Kommentare. Abo nicht vergessen und jetzt geht's los. Well, hello there, ladies and gentlemen. Willkommen zurück zum neuen Guide. Wie bereits angekündigt, gibt es ein kleines Update zur möglichen besten Position einer Anfängerbasis. Wir befinden uns hier. Und genau an dieser Stelle, genau hier, wo ich stehe, ich zoome jetzt noch einmal raus, damit das neue Spieler auch sehen können, das ist die Position H6. Bei H6 ist es übrigens möglich, hier ganz am Anfang hinzurennen. Wie? Das zeige ich euch am besten gleich nochmal. Aber wir haben es getestet, denn wir haben in unserem neuen Let's Play auf einem nagelneuen Server hier eine Basis aufgeschlagen. Und ich zeige euch jetzt mal, warum ich denke, dass hier die beste Anfängerposition im ganzen Spiel ist. Vielleicht sogar die beste Position im ganzen Spiel. Also, ich gehe mal ganz kurz in den Admin- und Fliegemodus. So, warum behaupte ich, dass dieses Stück Ödland hier die beste Position im Spiel ist? Well, listen, fellas. Also, erstens, ihr müsst bedenken, was sind Grundregeln für eine gute Basis? Ihr müsst schnell an Ressourcen kommen. Oh, mir ist schon wieder zu heiß. Ihr müsst schnell an Ressourcen kommen. Ihr müsst möglichst schnell alles verfügbar haben. Das heißt, ihr braucht Wasser. Ihr braucht Grünzeug. Also für Pflanzenfasern. Ihr braucht Steine und ihr braucht Holz. Das sind eure Grundbedürfnisse. Damit könnt ihr was anpflanzen, damit könnt ihr was trinken. Wasser und Essen könnt ihr später ergänzen, indem ihr euch einfach einen Brunnen holt. Damit kriegt ihr Wasser. Dann holt ihr euch Landsmann, oder wie heißt das? Warte, das möchte ich kurz schauen, weil ich euch gerade keinen Blödsinn erzählen möchte. Überleben, es müsste ganz unten sein, oder? Doch, Landmann. Wenn ihr euch das hier holt... Tutorial dazu nochmal in der Videobeschreibung, nicht speziell verlinkt, aber in der Playlist, die in der Videobeschreibung ist, da findet ihr ein Tutorial nochmal zum Landmann. So, wenn ihr euch das holt, dann könnt ihr euch nämlich was anpflanzen, damit überlebt ihr hier oben also schon mal. Ihr habt Wasser, ihr habt Nahrung, das passt. Wie man ein Haus baut, werde ich euch jetzt nicht zeigen, aber ich garantiere euch, wir haben hier oben eins gebaut und die Fläche ist in etwa so groß, dass ihr... Also ihr könnt hier nicht nur einen kleinen Turm bauen... Indem ihr folgendes hier tut. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Nur um in etwa die Größe einschätzen zu können, zeige ich euch das mal. Wenn ihr einen kleinen Turm bauen möchtet, einfach nur einen kleinen, dann macht ihr so. Kapisch? Und an jede Platte kommt jetzt eine viereckige Platte dran. Und dazwischen macht ihr dann nochmal diese Dreiecke und das war's. Die Gesamtturmlänge ist also bis hier. Okay, das ist der kleine Turm. Der größere Turm wäre dann zum Beispiel schon diese Variante. Das ist der Turm Stufe 2, wie ich ihn für mich selbst deklariert habe. Wie ihr seht, jetzt haben wir hier die Grundform von dem kleinen Turm und noch einmal die gleiche Form drumherum. Jetzt können hier schon zwei viereckige Platten dran. So, der größte Turm ist der mit noch einem Ring drumherum. Also nochmal, guckt auf meinen weißen Punkt, nochmal so ein Stück jeweils außenrum. Dann habt ihr schon drei viereckige Plattenmöglichkeiten, okay?
Das könnt ihr natürlich beliebig oft machen, aber das ist der größte Turm, den ich bis jetzt gebaut habe, mit drei verschiedenen Platten. Ich mache euch mal nur testweise eine einzige Seite, damit ihr seht, was ich meine. Das wäre eine Seite. Seht ihr, jetzt könnt ihr schon drei freaking Platten da dran machen. Und wenn ihr das macht, dann müsst ihr jetzt auch dreimal nach hinten gehen. So, so groß ist dann der Turm. Also es ist eine riesige Fläche, die ihr hier oben zur Verfügung habt. Toll, und wer darf sie gleich wieder aufräumen? Ich. Naja, egal. Und deswegen behaupte ich, da hier alle Ressourcen in der Nähe sind, und ich zeige euch jetzt nochmal ganz, ganz kurz wo. Ihr habt einmal das Wasser hier und genau hier unten. Allerdings hier mit etwas Vorsicht zu genießen. Hier habt ihr Wasser, hier habt ihr Holz und Steine. Hier oben habt ihr Holz, Steine, Pflanzenfasern, Büsche, genau wie hier unten. Da unten habt ihr Wasser. Hier habt ihr noch ein paar Büsche, die verschwinden, nachdem ihr die Fundamente gebaut habt. Ihr habt hier sogar Thralls als Nachbarn. Und ich zeige euch jetzt noch einige ganz coole Kliffe, warum ich behaupte, das hier ist die beste Position. Wie gesagt, hier müsst ihr ein bisschen mit Vorsicht sammeln, denn ihr habt hier einen Weltboss, und zwar das Kroko. Unser Freund hier ist wieder hier. Warte mal ganz kurz. Das kriegen wir doch ein bisschen heller. Also wie ihr seht, das hier ist der Weltboss. Er hat drei Köpfchen und mit dem solltet ihr euch nicht so leicht anlegen. Okay, also er kann nicht dazu euch hoch und er bewegt sich auch relativ wenig. Uns hat er teilweise nicht mal gestört, als wir ihm diese Steine hier weggenommen haben. Diese Steine. Hier kann man mühelos herlaufen. Ihr könnt hier super Sachen sammeln. Ihr könnt hier easy was trinken. Ist überhaupt kein Problem. Oh, Wasser löst Fliegen auf. Nicht schlecht. Ach, und wenn ihr irgendwann mal den Boss getötet habt, hier hinten ist die Kiste. Allerdings, das bringt euch erst ab Stufe 60 was, also macht euch vorher einfach überhaupt nicht die Mühe. Sei denn, ihr wollt das Fleisch haben oder die Schuppen oder so. Was ihr super machen könnt, ist von eurer Basis runterschießen mit Pfeilen. Klappt einwandfrei, dauert ewig, aber klappt super. Alles klar. Also, was haben wir jetzt? Wir haben auf unserer Checkliste Wasser. Wir haben Büsche für Pflanzenfasern. Wir haben Bäume für Rinde und Holz. Wir haben hier Steine. Das heißt, wir sind hier absolut und komplett versorgt. Essen kriegen wir auch. Durch die Büsche haben wir Insekten. Vollkommen ausreichend am Anfang. Jetzt kommen allerdings noch ein paar schöne kleine Clues. Ihr seht es schon da hinten. Da ist der Obelisk. Und warum ist das so wichtig? Nun ja, zwei Sachen kommen jetzt noch zu dieser Position. Die erste, bleiben wir beim Obelisk. Dieser Obelisk wird später benutzt, damit ihr, wenn ihr euch daran gebunden habt, könnt ihr von diesem Obelisken... Nein, ihr könnt nicht von diesem Obelisken. Ihr könnt von eurem, und den spawne ich jetzt mal ganz kurz, um euch das zu zeigen, da dieses Tutorial sich ja auch an neue Spieler richtet. Später, wenn ihr dieses Ding hier entdeckt habt, kann ich das hier irgendwo hinstellen? Ich bräuchte das nochmal ganz kurz. Irgendwo hin, bitte. Mir scheißegal wo. Ich lösche es doch eh wieder. Wenn ihr dieses gemütliche kleine Haushaltsgegenständchen hier irgendwo hinkriegt, fuck, beziehungsweise entdeckt habt später, dann könnt ihr damit reisen. Ihr könnt damit aber nur an Orte reisen, die ihr bereits entdeckt habt, an die ihr bereits gebunden seid. Okay? Das heißt, ihr müsst zuerst diesen Obelisken dort anklicken und auf der ganzen Welt verstreut die Obelisken. Und dann könnt ihr einfach hier dran gehen und dann könnt ihr euch porten. Und das ganz ohne Cheat. Das heißt, ihr müsst kein Admin sein, um euch einfach mal in der Welt hin und her zu porten. Hier seht ihr zum Beispiel, wir sind hier oben jetzt bei unserem Obelisken gelandet. Und dieser Obelisk hat genau das, weswegen ich behaupte, da hinten ist die beste Basis. Eine Basis, direkt daneben, die wir natürlich gebaut haben. Was sonst? Und neben unserer Basis, nur um das nochmal ganz kurz zu zeigen, ist natürlich mein Freiluftbett. Aber da ist wieder der Kartenraum. Also ihr seht, wir können hier auf ganz natürliche Weise unglaublich schnell von A nach B. Das ist natürlich jetzt nur ein einziger möglicher Vorteil dieser Basis. Oh shit. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt hier oben Lager bezogen. Nichts kann hier hoch. Aber das Problem könnte dann sein, wenn die Säuberung spawnt, habe ich nämlich die Vermutung, das spawnt in eurem Haus. Das heißt, ihr solltet eventuell eine Treppe runterbauen. Haben wir auch gemacht. Zudem erleichtert es einfach das Sammeln. Weil wenn ihr voll beladen seid, könnt ihr einfach den Weg nicht mehr klettern. Übrigens, ihr kommt ja auch mit Klettern hoch. Ihr geht einfach hier rum, um den Felsen, weiter, 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 weiter. Bis zu dieser Position hier. Und zwar hier. Und hier könnt ihr schon am Anfang relativ leicht hochklettern, genauso hier, und schon seid ihr oben.
Das heißt, selbst mit wenig Ausdauer ist das für euch ein schaffbarer Weg. Nicht wie in manch anderen Tutorials, die im Internet kursieren. Kursieren. Entschuldigung. Falsches Wort im Kopf. Wo ihr einfach mal Berge hoch müsst, die ich selbst mit meiner Ausdauer und meiner Ausrüstung überhaupt nicht schaffen würde. Was ist noch ein wichtiger Punkt für eine Basis? Richtig. Nachhaltig haben wir. Aber zukunftsorientiert fehlt. Was brauchen wir also in Zukunft? Wir müssen ja mehr als nur Stein und Holz haben auf Dauer. Richtig, Äste, die kriegen wir hier auch. Dickes Fell, überhaupt kein Problem. Wir gehen einfach hier durch an der Batus Pack vorbei. Das ist ein Lager. Das ist hier oben, da. Und da könnt ihr sogar, und das ist jetzt auch einer der weiteren Vorteile, ohne zu kämpfen, könnt ihr einfach hier an der Seite entlang gehen. So, und dann macht ihr euch auf in diese Richtung. Und da ist auch schon die Wüste. Das heißt, ihr geht einfach nur hier ganz kurz am Pack vorbei oder hier einfach links rum und seid bei den Elefanten. Da könnt ihr dicke Haut kriegen. Das heißt, ihr seid unglaublich nah an zukunftsorientierten Rohstoffen. Und hier drüben ist Eisen. Erst dachte ich, oh well, das Eisen reicht nicht. Aber ihr habt hier Eisen. Zoomen wir nochmal ran. Warum ist das so eine beschissene Sicht immer? Götter. Also ihr habt hier unten Eisen, wie ihr gerade gesehen habt. Ihr habt hier teilweise spawnen versprengt, zwischendurch auch nochmal Eisen, aber nur komischerweise nicht immer an derselben Position, wie ich es gewöhnt bin. Ihr habt hier Kohle, also auch sehr nachhaltig. Ihr habt hier hinten nochmal Eisen, ihr habt hier oben nochmal Eisen. Ihr habt hier vorne, also hier oben ist auch nochmal Eisen, allerdings müsst ihr aufpassen. Da sind die Dumpfköpfe. Aber ich garantiere euch, wenn ihr einmal diese Eisenroute abgelaufen seid, nur mit dem, was ich euch gerade gezeigt habe, dann habt ihr wirklich, wirklich viel Eisen schon. Also wir haben da wirklich ausreichend Eisenversorgung. Ja. Also fassen wir noch einmal zusammen. Warum ist das hier die beste Position? Die Lage? Einwandfrei. Auch auf PvP-Servern. Ihr könnt zwar von hier angegriffen werden, aber... Ach, da ist übrigens auch noch Eisen. Ihr könnt wirklich gut eure Feinde von sehr weitem schon ankommen sehen, wenn ihr irgendwie das Problem habt, dass ihr merkt, dass ihr belagert werden sollt oder was auch immer. Also ihr könnt die Position anfänglich super gut verteidigen. Wird auf Dauer im PvP wahrscheinlich aber eher dann doch schwieriger werden und überrannt werden. Denn spätestens mit Balliste etc. Nicht Balliste, wie heißt es? Tribok. Spätestens damit wird es dann doch schon mal etwas kritisch. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht um Anfängerposition. Part 2. Die Nachhaltigkeit ist absolut gegeben. Nachwachsende Rohstoffe überall. Und ich will darauf nicht auf ökologische Dinge hinaus, sondern es muss ja auch schnell wieder spawnen. Wenn wir hier eine Basis haben, ist das weit genug von all dem hier weg, dass die Fundamente das hier unten nicht zerstören. Also super, super perfekt. Ihr habt hier Holz, ihr habt Stein, ihr habt Eisen, Kohle, ihr habt Wasser. Ihr könnt alles am Anfang, könnt euch versorgen. Ihr habt Krokos für Fleisch, ihr habt Felsnasen für Schwefel, wenn ihr braucht. Überhaupt kein Problem. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch von hier, so haben wir das gemacht, eine Brücke einfach nach da bauen. Geht ganz easy, dauert nicht lange. Könnt ihr rüberbauen. Einfach genau hier ansetzen und exakt schon mal aus den Obelisken ausrichten. Und ihr könnt einfach jedes Mal rüberlaufen. Nachdem ihr hingeportet seid, spawnt ihr bei dem Obelisken, lauft ihr rüber, seid in der Basis. Perfekt. Was wollt ihr mehr? Dann habt ihr Thralls hier. Sogar Named NPCs. In dem Fall N'Batu, oder wie heißt der? Ja, N'Batu. Den könnt ihr also auch zähmen. Das heißt, ihr habt hier sogar Named NPCs, die ihr zähmen könnt. Und braucht nicht einfach nur euch auf Stufe 1 und Stufe 2 Krieger zu verlassen. Was ja auch schon mal in vielen Fällen ein unglaublicher Vorteil ist. Zudem ist der Loot ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Hier habt ihr auch einen Schmied Stufe 2. Den habe ich jetzt gerade. Das kann sich natürlich variieren. Da ist ein Batu, das ist ein Kämpfer. Und hier habt ihr dann, wie gesagt, auch etwas Loot. Und ihr wisst ja, Loot tut gut. Hey! Das war wichtig. Das war was Persönliches. Warum denke ich noch, dass das die beste Position ist? Jetzt mal davon ab, von all diesen wundervollen Dingen, die ich euch gerade gezeigt habe, dass ihr euch hier quasi noch... Oh, da ist nochmal Eisen. Viel weiterentwickeln könnt. Finde ich, ihr habt ja auch noch normales Fell, nämlich die Hyänen, die sind hier unten einmal um den Felsen rum und hier oben. Ihr habt hier Menschen, ihr habt hier alles gegeben, was es braucht, um an dieser Position siedeln zu können. Ihr habt später den Weltboss da unten, hier habt ihr noch ein Lager, sehe ich gerade. Dazu habt ihr, wenn ihr hier runter geht, genau unter mir, da ist der Weltboss, so.
Ihr habt die schwarze Galeone in der Nähe. Ihr müsst nur hier rüber. Und damit habt ihr wirklich, meiner Meinung nach, die absolut beste Position im ganzen Spiel. Wenn ihr mit Freunden spielt und wie ich nicht fürchten braucht, dass ihr geradet werdet, dann, liebe Freunde, ist das hier mit Abstand die beste Basis, die ihr braucht. Denn egal wo ihr seid, bei egal welchem Obelisken, schmeißt euch einfach einen Kartenraum hin, den ihr später lernen könnt. Und ihr könnt euch immer einfach zurückporten und ihr habt hier eine Basis. Ihr habt hier alles, was ihr braucht. Ihr könnt hier komplett alt werden, ohne jegliche Form von Problemen. So, um euch jetzt aber noch etwas zu zeigen. Was könnte ich euch jetzt am besten zeigen? Warte. Warte. Den Kartenraum bekommt ihr in die Archive. Das ist hier in der Stadt. Kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Ich zeige euch jetzt nicht ganz genau, wie da runterkommt und was auch immer. Es ist jetzt einfach ein bisschen übertrieben und auch nicht wirklich nützlich. Aber ich möchte es euch trotzdem mal zeigen. Also hier habt ihr auch direkt den Obelisken vor. Und vom Obelisken geht ihr einfach da runter. Das ist hier nochmal zum Zeigen. Also ihr brecht einfach hier in die Stadt ein, geht möglichst oben an der Wand her, nicht hier unten beim Aviarium. Da sind Fledermäuse. Also ihr geht einfach in die Stadt rein, geht hier oben hin und fertig. Und ich hatte euch versprochen, ich zeige euch, wie ihr hinkommt. Richtig? Und das machen wir jetzt auch mal eben. Wir gehen nicht den ganzen Weg, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Alles chillig. Ich zeige euch nur mal so ganz grob, wie ihr hinkommt. Das Ganze machen wir jetzt in 1 bis 2 Minuten und dann durch. Wenn ihr also auf meiner Lieblingsinsel angekommen seid, die hier vorne, da, also sprich die da, ihr spawnt ja irgendwo da hinten in der Wüste. Und das zeige ich euch mal eben hier. Also ihr spawnt hier, da, dies, jenes, das. Ich weiß nicht, ich glaube hier auch nochmal. Je nachdem, wo ihr spawnt, im besten Fall hier, dann habt ihr es nicht weit. Aber selbst von hier könnt ihr dahin. Der Trick ist es nämlich, ihr geht in den Wasserlagen entlang. Hier habt ihr Hyänen. Hier ist der große Hyänenbaum. Da könnt ihr hier runterspringen. Ihr könnt immer ein bisschen... Hier müsst ihr aufpassen, da sind Spinnen. Aber trotzdem könnt ihr großteils immer dem Wasserlauf folgen. Weicht den Hyänen aus. Weicht den Spinnen und den Menschen aus. Sprintet so viel ihr könnt durch. Und ihr seid good to go. Ihr könnt euch auch trauen, hierher zu gehen. Das ist alles eure Entscheidung. Wie ihr letzten Endes irgendwo hinkommt, schreibe ich euch garantiert nicht vor. Es sind nur einige Tipps, wie wir es gemacht haben, wie es sehr gut geklappt hat. Also ihr seht selbst, ich gucke jetzt gerade nach unten. Das ist die Oase, wo wir reingehen. Da geht's hoch. Und dann könnt ihr hier oben quasi einfach durchrennen. Es ist nicht so, dass es hier gefahrlos ist. Wieso sind da... Ah, ich habe versucht, mich hier hochzubauen. Ja, das war unser erster Versuch, irgendwo hinzukommen. Muss kurz entsorgt werden. Der Weg ist nicht gefahrlos, egal wo ihr hingeht. Ihr könnt es vergessen, wenn ihr denkt, ihr kommt hier durch, ohne in irgendeine Gefahr zu rennen. Nein. Also egal welchen Weg ihr nehmt, es wird schwierigerer. Schwierigerer? Götter, was ein schönes neues Wort. Es wird schwerer, Entschuldigung. Oder schwieriger, so. Aber ich finde, hier ist schon auch ein sehr cooler Weg hoch. Dann rennt ihr einfach hier. Bleibt am Ort der Beschwörung zwischen Herzbluthöhe und hierher. Geht nicht zum Räubergrat, sondern geht hier rechts rum direkt. Geht beim Schlundloch her. Passt auf, wir sind untote Hunde. Ihr könnt außen rum gehen, aber ihr könnt auch hier rum gehen. Der Abstand ist groß genug, macht euch da keine Sorgen. Und dann geht ihr hier rum und dann seid ihr schon da. Das ist der ganze Trick. Ihr könnt auch hier durchs Wasser gehen, ihr könnt hier drüber klettern. Macht, was ihr möchtet. Das ist der gesamte Weg. Fakt ist auf jeden Fall, die Basis, die ich euch gezeigt habe, ein letzter Blick da jetzt gemeinsam drauf, ist, und ich bleibe bei dieser Aussage, der beste, beste Ort, den ihr kriegen könnt. Oh, mir fällt gerade auf, meine Aussage war die Basis, die ich euch gezeigt habe. Ich habe euch keine Basis gezeigt. Dieser Ort hier ist, bleibt meiner Meinung nach, der nachhaltigste, zukunftsorientierteste und beste Ort für eure Basis. Ihr könnt da gerne anderer Meinung sein. Wenn dem so ist, dann bitte eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass dieser kleine Anfängerguide euch geholfen hat und ich hoffe inständigst, dass ihr schon bald an diesem schönen Felsen eure Meisterwerke aufstellen werdet. Ihr könnt auch super die anderen Felsen hier benutzen, um da von hier nach da oben Türme zu bauen und es sieht sehr geil aus. Ihr habt hier unglaublich viel Platz und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video und viele andere meiner Guides gefallen haben, dann lasst mir ein Like da.
Wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, sofort ab in die Kommentare. Ich suche immer und immer neue Themen an Guides, was ihr wissen möchtet. Gut. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Valadoheris, euer Wolf.